Jo, das wird. Ich merke schon, es wird ein Chaos-Stream, aber ich will wenigstens den Tempel heute noch machen. Gag wie immer. Yay, temple dich durch. Gag, kannst ja sagen, wie das soundtechnisch hier wenigstens funktioniert. So, beim letzten Mal hatten wir das hier alles schon. Aber hier gab es wenigstens einigermaßen guten Loot. Wenn man natürlich den richtigen Knopf drücken würde. Und ich keine Ahnung habe, wo ich lang muss. Aber das kennen wir ja von mir, ne? Wäre doch blöd und langweilig, wenn du wüsstest, wohin du gehst. Ja, bla, wow, ein Außenseiter. Spiel könnte ein bisschen lauter sein. Okay. Was mein Lautstärke-Mixer. Das war ganz schön laut auf dem Kopfhörer. Kari, sag noch mal was. Jo, ich glaube, das passt. Komm, lass mich durch. Oh, wo muss ich jetzt hin? Oben oder unten? Gut, dass der nichts trifft. Alter! Rate mal, wer natürlich wieder ins Gift fliegt. Du natürlich, wer denn sonst? Mit der Shotgun abgemurkst. Okay, habe ich jetzt abgekürzt oder nicht? Und ich tapp natürlich voll in die Falle. Ist das normal? Das ist ja ganz schön viel Blut auf dem. Habe ich schon erwähnt, dass ich den Blutmord toll finde? So toll findest du ihn? Es spritzt wie sonst was. Na, 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 wir haben noch keine 22 Uhr, mein Freund. Warte mal, die Spinne nicht in 100 Jahren gegart, was für eine Spinne. Ich hab Spinnenangst. Das hab ich doch schon. Der Boss im Tempel, toll. Muss das jetzt eine Spinne sein? Doch immer wieder so typisch. Spoiler-Alarm! Was? Warte mal, von hier komme ich doch. Nee. Hä? Ich habe mich jetzt schon verirrt. Yay! Ja, okay, hier geht's nicht weiter. War ich doch richtig? Warte mal. Ich komme von da, ne. Ah, toll. Ich hasse Spiele mit Fallschaden. Weil du so oft fällst? Ja. Nein! Dann machst du irgendwas falsch. Ich schmetze mich durch die Tempel.
Oh, gute Arbeit. Yay! Ja, und jetzt? Ja, dann mach's auch auf. Danke. Ich hoffe, du hast Hunger. Warum? Mann, warum diese gute Knarren? Oh oh. Warum tappt er jetzt aus dem Spiel raus? Ich verfluche Windows gerade. Wieso denn das? Ah ja, das Spiel das ist einfach gerade aus dem Spiel rausgetappt. Mitten im Fight. So läuft's richtig. Wenn die Kamera gehen würde, hätte ich jetzt gesagt, da im Hintergrund läuft Star Fox 2, aber. Ja, die Kamera ist ja auch abgeschmiert. Ich bin auch gleich wieder da. Hol mir nur gerade was. So. Haben wir uns auch hier durchgemetzelt. Hier gibt's nichts natürlich außer Fallschaden. Alter! Hier im Tempel geht's rund. Schlaggeschwindigkeit 1 ist auch schon wieder so lahmarschig. Was sind das eigentlich? Samen, Strohmais, okay. Aber ich habe gerade irgendwas mich verlesen. Was weiß ich. Leben in Angst, ein Tagebuch. So. Huhu. So, jetzt das abendliche Bürsten. Hä? Ja, sonst sind morgen meine Haare so durcheinander, dass du gleich absäbeln könntest. Kenn ich irgendwo her. Ja, ich hab halt sehr viele Locken. Kenn ich. Aber mit einem Glatteisen will ich auch nicht irgendwie dran, weil das könnte die Haare komplett ruinieren. Das hatte ich früher mal gemacht. Das wird los. Ixodoom. Alter! Gar jetzt weiß ich, was du meintest. Ich hasse es, wenn die... Ich hasse es, wenn große Gegner kleine Gegner schmeißen.
Alter, wie viel schmeißt der denn noch? So viel, dass du nicht mehr kannst. Heilung, 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 Heilung. Alter! Heil dich doch, heil dich doch, heil dich doch! Nein, heil dich nicht. Stirb! Ich bin fast tot, sei still! Na, er ist down! Ich glaube, er sieht gerade das Ende der Welt. Oder sein Ende wohlgemerkt. Nein, ich habe gewonnen! Och Mist, das ist doch langweilig. So viel Spaß hatte ich seit Jahren nicht mehr. Ich fühle sie. Oh Gott, wenn die Textboxen ja nicht mehr so schnell wären. Das war knapp. Ja, Gark, das war sehr knapp. Ja, was ist jetzt mit Trophäe? Kann ich jetzt. Key recovered. Okay. Ich habe einen Key. Oh, cool, da ist Truhe. So. Heißt Joint the Outpost. Achso, ja, juckt mich nicht. Oh, warte mal. Energy per Schuss. Naja, Schaden. 14,4. Jupp, wir haben eine neue Waffe. Durasteel. So, was haben wir denn hier? One-Handed. 9,4. 5. 7,2. Okay, du wirst ausgetauscht. Ein Diamant. Ein Schild. Okay, probieren wir es mal so. Äxte kannst du sowieso in die Tonne treten. Dabei sind die in MMORPGs so beliebt. Was, Äxte? Ja, hier sind die aber so langsam. Weißt du, bei einem Schwert, ich drücke auf den Knopf, dann schlägt er zu. Bei einer Axt musst du gedrückt halten, bis er sie hochgenommen hat. Und dann schlägt er zu. Ja. Da merkt man halt so wirklich den Unterschied, wo sind Äxte voll geil und wo sind sie total scheiße. Ja, obwohl, du, in jedem RPG spiele ich auch meistens lieber mit einem Breitschwert. Wie gesagt, in dem MMORPG, wo ich spiele, da ist das Breitschwert total das Luschending. Und da ist ich mag Zelda, Master Sword. Ne? Arenenturnier für Gladiatoren. Nee, danke. Das ist hoffentlich jetzt keine Story-Mission. Artefakt ausfällig. Ich suche ein System mit gemäßigten Sternen und jage die Hinweise mit reichlich Ozean. Oh Gott. Wobei, das ist natürlich die Frage. Ach, ich merke schon. Nee, Inventory wollte ich. Oh Mann. So, Inventory, guck mal da hin. Hier steht New, Plünderers Hose. Welche habe ich denn an? Sanitär, Kampfhose. 944. 944. Nö, ist dasselbe. Toll. Was kann ich jetzt mit die tolle Durasteel machen? Nüscht. Oh, ich hab mein ganzes Zeug dabei. So, fangen wir hier an. Kupfer. Kupfererz. Obwohl, die Erze könnte ich in der Hand behalten, aber egal. Eisenbarren. Meine Sachen upgraden. Aber da war gerade nichts verfügbar. Warte mal. Das können wir doch eigentlich einschmelzen, egal. Silber. Und Wolfram.
Steel und Diamant. Irgendein Teil braucht, warte mal. Hier brauchen wir Titan. Hier brauchen wir Titan. Den kann man auch upgraden. Bräuchte ich Glas. Wolframbarren hätte ich und Kohle eventuell auch. Wo kriege ich jetzt Glas her? Glas. Ja, ganz geil. So, Kohle und Wolfram. Wolfram und Kohle. Ich muss mal wieder Kohle farmen gehen. Woohoo! Titanbarren. Titanerz. Habe ich aber keins. So. Was haben wir hier? Wolfram, Glas, Silber. Silber. Ja, weißt du, eben habe ich alles weggepackt. Hätte ich mir auch sparen können. Oh, jetzt will er wieder Glas haben. Schmelzen. Pancha, ich begrüße Sie. Kennst du den noch? Ja, klar. Wow, was ist denn eine Fossilienstation? Verwenden, um fossile Ausgrabungswerkzeuge und Vitrinen herzustellen. Küchentresen, Raffinerie. Apotheke. Apotheke! Gegenstände und Medizin, was brauche ich? 5 leere Flaschen. Wo konnte ich denn die herstellen? Leere Flaschen, brauche ich Glas. Ach. Ich mache jetzt mal alles Glas, was ich habe. Na, mach mal. Leere Flaschen. Ist auch geil. Steht ich schmelze gerade leere Flaschen ein. Aber dafür baue ich mir jetzt eine Apotheke. Kuckuck. Warum kann ich die natürlich jetzt hier nirgends hinbauen? Ach, komm schon. Oh, falsch Knopf. Muss ich dafür jetzt ernsthaft? Tatsächlich. Gut, dann bauen wir das eben dahin, so. Was können wir denn hier jetzt alles Schönes? Katze, geh weg! Toll. Konnte ich auch die ganze Zeit schon basteln. Sag mal, wie lange brauchst du für diese Tempelsache? Der Tempel ist durch. Yay! Er hat sein Soll für heute erfüllt. So. Aber auf jeden Fall brauchen wir Titan. Ach komm, die bauen wir auch noch schnell. Ja, ich merke schon, durch die technischen Schwierigkeiten wird das heute ein bisschen kürzer. So, was brauchen wir hier zum Ab? Muss ja nicht immer so lang sein, oder? Ich sag ja immer wieder, ich versuche ja irgendwann es wirklich mal hinzukriegen, 2 Tage die Woche, ne? Mhm. Aber ist in Arbeit. Einmal die Woche reicht ja auch erstmal, oder? Meinst du? Erstmal, aber man muss es mit kleinen Schritten. Denke ich mir immer. Einmal versucht, ein Fossil zu graben, keine Ahnung, wie das funktioniert. Du, Gag, frag mich mal, wie das funktioniert. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich das Ding hier überhaupt. Ja. Ich muss irgendwann schon. Jetzt bräuchte ich schon ein Schiff-Upgrade, das wäre schön. Ich habe nur keine Ahnung, wo und wie. Ich habe zu viel Zeug. Da sieht man mal wieder, was er falsch macht. Alles? Ja, das auch.
als würde ich was richtig machen. Vor allem in Spielen. Und ich höre mich selbst. Das stimmt. Gehst einfach auf den Planeten mit. Dann brauchst du Schiff 3, Schiffsmodul. Oh nö. Fossilienpinsel. Oh Gott, das ist wirklich nur so ein Müll. Oh. So, was muss ich denn jetzt machen? Gemäßigter Stern. Ozeaner. Ist das ein gemäßigter Stern? Was zum Henker? Ja, natürlich, jetzt fliegt er in den Stern rein, oder was? Gentle Star müsste das doch, ne? Ist aber auch ein Gentle Star. Lush Forest. Gateway Forest. Aber ist jetzt wirklich in die Sonne reingeflogen? Nein, ich war. Oh. Temperated Stars. Temperate Stars. Danke, Gorg. Da ist doch sogar. Nee, warte mal. Ach, da ist das andere wahrscheinlich. Was haben wir hier? Nehmen wir den in der Nähe. Ozeanik, ja. Nehmen wir den. Toll, jetzt fliege ich schon woanders hin. Gorg, was sagt mir so langsam? Ich glaube, ich muss den Deutsch-Patch wieder runterschmeißen. Wenn er mir ja schon hier das Falsche anzeigt. So, können wir zwischendrin hinten mal meine Arcade-Maschine machen. Sonst? Ja, Cam geht eh nicht, man sieht im Hintergrund eh nicht. Oh. Wir sind jetzt alle todtraurig. Ja, ich auf jeden Fall. Davon höre ich nichts. Das ist jetzt nicht wirklich glaubhaft. Ich kann nicht auf Kommando heulen. Dann lass dir es von deiner Tochter zeigen, wie das geht. Ich wollte gerade sagen, die muss ich nur schnell herholen. Die kann nur. Ich muss nur sagen, du kriegst morgen, das und das nicht. Das ist typisch kleines Kind. Vor allem typisch kleines Mädchen, ne? Das ist Papas kleiner Liebling. Sowieso. Ach, komm schon. So. Oh, fängt ja gut an. Kleine ist doch Zucker. Sowieso. Was ein schwaches Schwert. Das ist halt das Problem mit Vätern. Was? Naja, dass die bei kleinen Töchtern nie weit kommen, wirklich, weil die den so um den Finger wickeln. Die Kleine muss doch nur einmal bitte, Papa, bitte. Was ist, dann springst du doch schon. Nein, gar nicht wahr. Hey, ich habe Bananen gefunden. Wollen wir wetten? Ja. Soll ich deine Frau fragen? Ja. Die wird mir bestimmt etwas anderes sagen. Garantiert nicht. So, jetzt weiß ich zumindest, was mit Ozean gemeint war. Und ich habe gehofft, hier ist irgendwo. Ich kann jetzt Titan farmen. Nur die Kohle da unten nehme ich noch mit. Warte mal, wenn ich jetzt in den Ozean muss, ich hab doch gar nichts zum. So ein Ding zum Atmen habe ich doch noch gar nicht. Oh Gott. Ein paar Sachen auf meiner Steam-Wunschliste sind im Angebot. Dass ich aber auch gefühlt seit Jahren meine Wunschliste nicht mehr pflege, ist ein anderes Thema.
So, ist das jetzt ernsthaft? Planet nur aus Wasser? Natürlich, es gibt eine kleine Startinsel, das war's. Jetzt muss ich erst gucken, wie ich was zum Atmen herkriege. Oh, dieses Spiel ist so langatmig, ey. Warum spielst du es dann? Weil es geil ist. Ja, siehst du, dann hör auf, dich zu beschweren. Aber damals in der Beta war das nicht so krass. Mimi. Ja, sowieso, weißt du doch. Mimi kann ich gut. So, ich suche mir jetzt erstmal einen Planeten. So, was haben wir da? Dry Grassland. Tungsten, Copper, Silver, Titanium. Gehen wir da rein. Ich will jetzt erstmal Titanium farmen, dass ich mein Zeug upgraden kann. Scanne Gegenstände, um High-Lotl-Hinweise zu finden. Ach, das ist doch die andere Rasse da, ne? We begin to farming. Oder auch nicht. Jetzt sag mir doch bitte, dass ich noch eine Spitzhacke hatte. Hatte ich nur die eine? Fuck it. Was habe ich denn hier überhaupt? Oh, ich habe die Werkbank noch in Stecke. Oh, warum kann man die denn hier nirgends? Er bekommt gerade Aggressionszustände. Bitte haltet euch fest. Bitte warten. Aggressionen werden abgebaut. Bitte halten Sie Ihre Koffer bereit. Please hold the line. Genau. Please hold the line. So aggression, aggression loading. Mhm. So. Warte mal. Habe ich jetzt ernsthaft... Oh, ich bin doch manchmal echt... Ja, ist er. Das war meine Knarre. Two-handed. Ich glaube, das war mein neues Schwert. Gut. Habe ich doch eben ernsthaft mein Schwert weggestanden. 16,6. Nee, das ist das doch. Das und das. Insektenstock. Was will ich denn mit so einem Schmarrn? Was will ich denn hier? Raumanzug, Rucksack. Der dafür gedacht ist, um zu helfen, dass man damit atmen kann. Tut es aber nicht. Perfekte Beschreibung, oder? Natürlich. Passt doch perfekt. Ach, es war eine Tech-Karte. Zwei Tech-Karten. Oh, was konnte ich noch mit den Tech-Karten machen? Irgendwo was upgraden. Kein Schwein weiß wo. Und das fossile Ding hätte ich mir auch sparen können. Hättest du. Hast du aber nicht. Warum hast du das nicht gemacht? Weil's so ist. Schämst du dich nicht? Nö. Verräter.
Muhaha. So, genau, hier können wir Klamotten reinschmeißen, die ich nicht mehr brauche. Gewissenlos er mich auslacht. Eigentlich sollte man das bestrafen. Nö. Doch. Nö. So, muss ich jetzt ernsthaft nochmal... Warte mal. Manipulär. Outpost the Ark. Gehen wir mal dahin. Aber ich merke schon, fürs nächste Mal merke ich mir... Ah, die Teleporter richtig zu setzen. Toll. Und B habe ich schon wieder vergessen. Autochip. Eine unentbehrliche Komponente befasst was? Ach, ja. Das waren Autos. Falsche Spatzenlizenz. Verbessert dein Schiff zu einem einer Spatzenkonserve. Was? Korvette. Aha. 10.000 Pixel. Wie viel habe ich eigentlich? Oh, 4.300. Ach ja, ich kann mir hier Teleporter kaufen. Oh, nicht schlecht. Das wäre der Teleporter gewesen, den ich eben gesucht habe. Verdammt noch eins. Tech, da wollte ich hin. Ach, das ist die Kugel, die Wände hochklettern kann. Okay, was haben wir hier? Wir setzen Dash. Okay, Walljump. Walljump klingt gut. Tech-Konsole. Was, wo konnte ich jetzt nochmal den Manipulator... Eleganter automatischer Hinweistechnik-Lithographer. Alles klar. Wo kommt man nochmal denn mit dem Manipulator? War das bei dir? Nö. Noch. Da kann ich Spitzhacken kaufen. Yay, Bohrer. Ach komm, nehmen wir mal einen Bohrer mit. Sinnlos Geld auf dem Fenster schmeißen. Yay. Kolonistenurkunde. Kann ich da was vermieten? Eine Anleitung zum Kolonisieren. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wo ich mein Manipulator... Ach, warte mal, war das nicht doch auf dem Schiff? Ich blick schon wieder nicht durch. Cordy hat den Überblick verloren. Mannschaft. Ruf die 1-0 an. Cordy ist verloren gegangen. Yay. Mal wieder. Ach, da ist es. Mann, bin ich doof. Mann, er hat es schon wieder gefunden. Ach Mann, ist das langweilig. Erhöht die Zerlegungsgeschwindigkeit um 100%. Das klingt gut. Sowas habe ich doch gesucht. So, und jetzt gehen wir. Ja, wie Garg, was ist denn? Ich habe das gefunden, das gesucht, was ich gerade gefunden habe. Toll, jetzt ist Nacht. Oh. Ach, guck mal, jetzt baut er doch schon schneller ab. Das ist doch schön. Eine Runde Mitleid. Ach nee, Mitleid kennt die Kari nicht. Vor allem nicht bei mir. Was denn? Ich hab Ohr gemacht. Es war Mitleid zeigen. Was der wieder über mich denkt.
beschmeißt ihn mit Kacke. Was? Was zum Henker? Ja, da staunst du, was, ne? Ja. Ich kann auch ganz schön böse sein. Wäre mir nie aufgefallen, du. Toll, warum ist hier Nacht? Warum denken immer alle, ich wäre total lieb und unschuldig und was weiß ich alles? Weil du es nicht bist. Ihr solltet langsam checken, ich hab doch ein bisschen mehr auf den Kasten. Ich hab auch nie was anderes behauptet, Fräulein. Oh, jetzt kommt er mit Fräulein. Oh, oh, jetzt will er es mir aber auch zeigen. Das kriegt mein Töchterchen des Öfteren zu hören. Ja, das ist typisch Vater-Tochter-Beziehung. Wenn sie sich nicht benimmt, Fräulein, dann wird sie ganz kleinlaut. Bei mir muss man alle drei Vornamen sagen, damit ich dann verstanden habe, okay, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. Ich nehme, die Kleine hat ja nur einen. Gott sei Dank, also... Ich wollte sie ja mit Zweitnamen Zelda nennen, durfte ich nicht. Ja, ich kann deine Frau ein ganz klein bisschen verstehen. Auch nur ein bisschen. Ein ganz bisschen. Weil ich mir dann schon ein bisschen denke, das hätte dem Kind nicht so gut getan. Ach, warum? Nee, irgendwann später hätte man sie dafür ausgelacht. Meinst du? Ja. Die Tochter von Robin Williams hieß auch so. Ja, aber... Berühmtheiten geben ihren Kindern sowieso komische Namen. Elon Musk. Siehst du verstehst schon, was ich meine. Wobei, nee, ich mag Elon Musk sein, eigentlich. Es könnte aber auch sein, dass halt deine Frau Legend of Zelda nicht mag. Wir wollten es als Hochzeitslied in der Kirche. Die haben es noch nicht hingekriegt. Okay, jetzt frage ich mich wirklich, warum sie das nicht mal haben wollte. Ich meine, sie hat mit Zelda jetzt auch nicht so viel am Hut, aber das hatte ich sogar Dings. Hatte ich sogar durchgewunken. Hat da nur nicht so hingehauen, wie es sollte. Habe ich jetzt überhaupt schon irgendwas? Pflasterstein. Ich will doch nur Titan haben. Wo ist die Titan? Sind hier wirklich Kreissägen auf dem Boden? Ich krieg doch ein zu viel. Was bist du denn? Oh. Jetzt verzischt euch, ich töte euch. Ich habe euch getötet. Mann, war das eine Fontäne. Blutmord ist geil. Ich möchte dem Entwickler dieses Blutmords Blumen schicken. Wieso? Oh, ein Upgrade-Modul fürs Schiff. Warum wollte ich den toll finden? Titanerz. Jetzt finde ich das schon in den Kisten, anstatt es zu farmen.
Wurfaxt. Haben wir uns noch eben... Na, wie war das mit Äxten in RPGs? Was ist das Beste in RPGs sind sie geil, aber in anderen Spielen sind sie kacke. Das Beste in Starbound, du plünderst alle Kisten von den NPCs in den Häusern. Hm, chillt. Aber wehe, du machst ein Bild von der Wand ab. Krieg! Ja, Gag, das stimmt wohl. Noch ein Upgrade-Modul. Es fängt doch, läuft doch bis jetzt. Ich habe zwar noch keinen titanenfreier Wildlaufbahn gesehen, aber ich habe welches in Häusern gefunden. Gelernt, wie man Wurfknochen herstellt. Wer möchte das nicht? Oh, was haben wir denn hier? Eine Knochentür. Knochen. Oh, Schädelmaske, die will ich haben. Yay! Jetzt sehe ich doch mal stylisch aus. Auf was für einem komischen Planeten bin ich überhaupt gelandet, ey. Aber meine neue Schädelmaske ist cool. So, Knochenkiste. Diamant. Titanerz. Golderz. Oh, ich habe eine Mundharmonika gefunden. Greifst du mich an? Ich habe genauso eine Maske. Was kommt denn da jetzt bitte an? Okay, was auch immer es war, es haut ab. Es ist tot. Finde ich gut. Ja, aber wie viel Titanerz habe ich denn jetzt? Ohne, dass ich hier was abgeerntet habe. 24, ja, nicht viel, aber... Läuft. Starbauten eignet nicht als Rezeptvorschlag. Ah, da ist ja eh nicht. Bleibt ja der Eiterpudding, was? Alter! Aus dem Nichts, dieses Mistvieh. Meine Güte, was für eine Ausdrucksweise du heute hast. Kinder sind nicht da. Ich darf endlich mal wieder fluchen. Was? Wo sind die denn? Im Bett. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich dachte schon, die wären nicht bei dir. Sondern halt mal bei Oma, Opa. Das, ja, da sind sie auch ganz gerne mal, aber... Das Schlimme ist ja, sie sagt immer, sie will bei Oma pennen. Blöde ist nur, da pennen beide in einem Raum. Was heißt, die werden dann so um 5:30 mal wach, ne? Ui, ein Affen-Gorilla-Gorilla-Camp. Ja. Alter, was geht denn da unten für eine Party? Alter, was man hier Zeug findet, ey. Ich brauch nicht mal graben, ey. Ich merk schon, da unten gibt's nix. So, Gag, dann danke, dass du da warst. Wir machen auch gleich Schluss. Gehabt dich wohl und tschüss. Tschüss, Gag. Warum kriege ich jetzt schon wieder eine E-Mail? Neuer Kommentar.
Ja. Ich ahne schon wieder Schreckliches. Der erste Stream heute war nämlich kurz auf YouTube. Oh. Oh, sollte das jemand nicht mitkriegen, oder was? Nee, aber dadurch, dass ich jetzt hier am PC gewechselt bin, hier ist nur Twitch drin. Im OBS, ne? Im anderen habe ich über Restream. Ah. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich kann es mir vorstellen. So, dann looten wir das Käffchen hier noch fertig. So, 44 Titaniumerz, ohne auch nur ein bisschen gegraben zu haben. Finde ich gut. Ich hätte fast gedacht, du würdest jetzt sagen, ohne einmal gestorben zu sein. Und dann stirbt er. Boah, das wäre so schön. Stimmt, wir sind heute noch nicht gestorben. Ja, kannst du mal sehen, wie sehr ich darauf achte. Ich bin dein Glückskind. Ah, noch eine Tech-Karte. Loot! Loot! Warum habe ich... Loot, nicht Blut. Aber irgendwie habe ich jetzt... Blut. Irgendwie habe ich jetzt Bock auf WoW. Nur des Lootes Willens. Nur weil bei WoW haben sie ja auch auf Dauer irgendwo übertrieben. Ich meine, wenn du vor Ewigkeiten mal im Originalspiel angefangen hast, ne? Mhm. Dann kam das erste Expansion und deine komplette Rüstung, die du schön dir über Wochen zusammengefarmt hast, war dann eigentlich Müll. Und mein Inventar ist schon wieder notorisch voll. So, ich nehme jetzt schon nur noch das Nötigste mit. So. Das war's auch mit dem Gorilla-Gorilla-Camp. Wie das klingt. Es klingt so, wie es ist, um ehrlich zu sein, ne? Ja, aber es hört sich so an, wie so das Camp für die Deppen, die dann... So. Normalerweise würde ich ja jetzt hier in der Kamera sprechen, nur... Ja, die ist leider nicht da. Ja. Der will echt nicht. Ich krieg doch die Krise. Aber auf jeden Fall, an alle, die da waren, danke, dass ihr da wart. Kari, danke für die Unterstützung. Bitteschön. Und ich sage zu, wie immer, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss. Tschüss.